Very well, Cold Swabber. Oh, der erste Sumpflaucher ist tot. Gut. Lava beyond seek. Ja, der bufft dich mal ordentlich. Oh, der verwandelt sich jetzt in den der ist also ein Droide, der sich einfach so verwandelt. Autsch. Das arme Wildschwein. Oh, Seraphine sieht auch nicht gerade sehr gut aus. Du hau den mal mit heiligem Feuer, Balegina. Ich muss sagen, Fenrir ist sehr gut darin, gegen den Sumpflaurer zu bestehen. So, jetzt ist noch der Sumpfwanderer übrig hier. So. Eine hervorragende Rohhautrüstung hat er. Hervorragende Brigandine, Regenerationsring. Bisschen Wasser. Ach ja, das war die Sache mit der Schriftrolle der Belebung, die wir da hatten. I am ready. Oh, ein Paliginaten-Level up. Arcana hoch, einschüchtern höher. Ein Punkt. Ja, die Einäscherung. Kann ich leider immer noch nicht. Ja, göttliche Verbrennung heilt. Wenn der Paladin während der Verbrennung besiegt wird, erlebt er kurz noch eine Wiederbelebung mit voller Gesundheit. Das ist nicht schlecht. Das hätte ich gerne eigentlich. Nehmen wir mal mehr Ermächtigungen rein. So, und dann warten wir durch den Sumpf. Finden hier hinten hoffentlich einen Ausgang. Ja. Gut. Langsam geht's wieder bergauf, eh? Nachdem die letzten Folgen so träge waren. Frisches Obst, das ist immer gut. Tief im Moor findest du unter Ranken verborgen einen Höhleneingang. Aus der Höhle dringt der typische Verrottungsgeruch des Moors. Aber das ist auch etwas anderes. Es riecht merkwürdig alchemistisch. Du schiebst die Ranken beiseite und betrittst die Höhle. Aus der Tiefen der Höhle dringt ein leises Lachen. Was für einen verrückten Alchemisten haben wir jetzt hier gefunden? Und ich muss Ausschau halten nach Todesfeuerhändlern. Ich muss Heilkräuter kaufen. Oh, hier sieht's aber schön aus. Ja, habe ich gesagt. Und dann kommt hier der giftige Dunst. Sumpfschleim und eine Hexe, okay. Privy.
Futile. Curses. Stand together. Okay, Hauptproblem ist die Sumpfledermaus und die Sumpfhexe. Adolf, heil dich. Adolf, Steinhaus. Taxed to my limit. Hey, watch it with that. Die Hexe übernimmt meine Leute, nicht so gut. Okay, Adolf hat's mal wieder erwischt. Au! What can I do? I'm here. Very well. Also, dass die Sumpfhexe meine Leute übernimmt, das war nicht so schön. Ja, hat einen hervorragenden Zauberstab und eine hervorragende Rohrhautrüstung dabei gehabt. Das Wasser des Teichs wirbelt von einer Explosion verschiedener Farben. Gelegentlich zerplatzt eine Luftblase an der Oberfläche und gibt dabei einen bunten Rauch frei, der gleichzeitig beißend und blumig riecht. Den Teich untersuchen. Doch seine kleine Glasflasche in den Teich und hält sie gegen das Licht, um das Wasser besser betrachten zu können. Diese Flüssigkeit trennt sich langsam in verschiedene Schichten. Du gehst davon aus, dass die Flüssigkeit der Schichten eine unterschiedliche Dichte aufweist. Also muss es sich in Wirklichkeit um mehrere verschiedene Flüssigkeiten handeln. Die Näpfe nehmen dir den Sicht und rufen ein Schwindelgefühl hervor. Weggehen. Schnell speichern, vom Teich trinken. Du tauchst deine Hände in den Teich und trinkst das Wasser, das dir nicht durch die Finger rinnt. Deine Zunge gefriert, deine Zähne klappern, die Flüssigkeit liegt dir wie ein Klumpen Eis im Magen. Hey, ich habe Erfrierung. Yes? I shall be discreet. So, war das die einzige Hexe oder gibt es hier noch eine? Es gibt hier noch eine. Es gibt hier sogar noch zwei. Drei, mehrere Sumpfhexen. Also erstmal die Sumpfhexen loswerden, bevor die böse Zauber benutzen. Och, Siegel der Pein auch noch. Muss das sein? So, und dann noch Bipara. So, da ihr alle schon gepeinigt seid. Wo ist es denn? Oh, plus 10 erlittener Schaden. Das ist nicht so schön. So, die haben doch sicherlich einen Schlüssel, oder? Ja. Schlüssel der Hexen. Biaparas Zauberbuch. Kesselsplitter. Zersetzungsrüstungswert. Transmutiertes Eisen. Schaden aus einem Zersetzungs- oder Griffangriff gewährt dem Träger eine Chance von 20%. In 20% Gesundheit umgewandelt zu werden. Plus 1 Verfassung. Gewährt Giftsäuberung. Klingt nach was für Idee.
Indeed. Ich habe ein Versteck gefunden und ich habe irgendwas eingesammelt. Hey du, komm her. Ja, komme ich gleich, aber ich interessiert. Kodierte Notiz. Diese Aufzeichnungen wurden in einem komplexen Code verfasst, der ohne den passenden Schlüssel möglich zu entziffern ist. Nur jemand mit außergewöhnlichen Kenntnissen der Geschichte oder der alchemistischen Künste oder einem Talent zum Knacken von Codes könnte sie entschlüsseln. Entschlüsseln. Diese Aufzeichnungen sind in einem merkwürdigen Code verfasst. Du hast keine Ahnung, was sie besagen. Na komm. Wir hatten hier Alchemie. Kann ich das nicht alle auf entschlüsseln lassen? Nö. Gut, was ist hier drin? Noch ein Saphir. Hey du, komm her. Die Ränder dieser Bücher sind voll Notizen, die in einer zittrigen Handschrift geschrieben wurden. Hier ist noch ein bisschen Zeug. Der Koch auf dem Tisch ist mit dem Schema eines Metzgers bemalt wie ein Schwein vor der Schlachtung. Nicht so schön. Das Sumpfgas stinkt nach verrottetem Fleisch. Feels good to stretch my legs. Akira. Free, so, wer bist du? Again. Endlich wieder frei. Wie hat man dich denn überhaupt gefangen nehmen können? Bad luck, eh? Always this seems to happen to me. First pirates, now witches. Oh, for what? A salve recipe? It is madness. Ziemliches Pech, was? Das passiert mir da. Und erst Piraten, jetzt Hexen. All das, wofür? Ein Salbenrezept, das ist verrückt. Weißt du, was die Hexen in diesem Zessel zusammengebaut haben? What potion requires bat bile, cat blood and dandelion fluff? Even I'm not crazy enough to touch it, I say. Für welchen Trank braucht man wohl Fledermausgalle, Katzenblut und Löwenzahnpflaum? Das ist mir nicht verrückt genug, mich daran zu vergreifen. You ain't never quaffed brewed bat bile, Cap. Oh, then you ain't even lived. Hast du noch nie ein Gebräu mit Fledermausgalle getrunken, Captain? Dann hast du noch nicht richtig gelebt. Seraphine lacht leise, Alla verdreht die Augen. Disgusting. Why can't potions ever be made of more pleasant ingredients? Das ist ja widerlich. Warum kann man Tränke nicht aus angenehmeren Zutaten herstellen? Ja, du gehst nicht, aber ich habe dich gerade befreit. Akira, who do you think collected those ingredients for the witches? Me, Tamawatua. They are mine as much as anyone's, I say. Akira, wer glaubst du, hat diese Zutaten für die Hexen gesammelt? Ich, Tamawatau. Sie sind meine so sehr wie für jedermann, sage ich. I will take some time to study this island. Strange things grow among its weeds and they will need names. Ich glaube, ich werde mir die Zeit nehmen, um diese Insel zu erkunden. Seltsame Sachen wachsen zwischen dem Unkraut. Ich brauche einen Namen. And if you need supplies before you go, Tama will sell you what he can find. Akira. Und wenn du noch Vorräte brauchst, Tama verkauft dir, was er findet, Akira. Er nickt dir in anmutiger Anerkennung zu. Ja, wenn er schon so anfängt, fragen wir mal nach einer Belohnung. You have the witch's notes. I will translate them for you as a show of thanks. Akira. Du hast die Aufzeichnung der Hexe. Ich werde sie für dich übersetzen. Als kleinen Dank, Akira. Du hast einen Gegenstand verloren. Kodierte Notizen. Gut. Was hast du zu verkaufen? You take a look, eh? Schau dir einfach an. Entschlüsselte Aufzeichnung erhalten. Für ein Gebäude, das Stärke dir verleiht, mache eine Mischung aus Flange und Propin bereit. Um größere Vitalität zu nennen, dein suche eine Mischung aus Perl und Stein. Um bedacht zu sein, deinen Schritt, einen Trank aus Wind und Smaragd nehme mit. Wenn Cleverness dir fehlt, Flamme und Saphir dir die Birne erhält. Mangelt es dem Blick an Schärfe, helfen Adraban und Windgeschwind. Und um deine Entschlossenheit zu stärken, Stein und Bernstein zu malen, sollst dir merken. In jedes Elixier hinein gehört auch Glanzstaubfein, ein herzhaftes Stück Geisteressenz und wasserreinster Provenienz. Hey, ich hab's vorhin gesagt und jetzt kriegen wir tatsächlich Rezepte, mit denen wir unsere Attribute steigern können. Ja, gucken wir mal, was er so hat. Du hast nicht zufällig
stinknormales Heilzeug. Nö, aber du hast Reagenzien, die wir gerne nehmen. Und Lösung.